Aber wenn du sowas machst mit so einem Kajak und dieser Wal hebt dich noch so an, also ich glaube, dann hast du ein Erlebnis, da brauchst du erstmal für sehr lange Zeit nichts mehr machen, oder? Also ich glaube, das muss unfassbar sein. Ja, heute machen wir mal ein bisschen Spaß einfach und schauen uns was Tolles an. Das habe ich auf Instagram gesehen. Wir gucken uns ein paar Walvideos an, oder? Ja. Hi und willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Alex Boos, Rechtsanwalt aus Mainz und Fan der Wale und vor allem der Orcas. Darf man nicht vergessen. Ja. Und ich habe was Tolles gesehen auf Instagram und das wollte ich mit euch teilen. Also heute kein Jura-Content, aber habe ich was gesehen. Und zwar, hier ist das Ganze vom Kanal Blue Whales Hub. So auf Instagram, wie macht man das größer? Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Und das ist, man sieht mich ja gar nicht. Ah, jetzt bin ich wieder da. Habe ich geschafft, irgendwie meine Kamera hier auszublenden. Also, das hat mich total begeistert. Und ich habe, als ich nur dieses Bild sah, habe ich mir schon gedacht, wo das aufgenommen ist. Und hier steht es nämlich auch, das ist in Puerto Madryn aufgenommen. Und da war ich schon, November 22. Leider ein bisschen zu spät. Gibt übrigens ein super Wahlvideo von mir. Warte, ich laber euch noch ein bisschen voll. Gibt ein super Wahlvideo von mir, hat glaube ich mittlerweile 140 Aufrufe oder sowas, wo ich über meine Reise berichte und auch die Aufnahmen meiner Wahltour zeige, wo wir im Boot rausgefahren sind. Auf der Halbinsel Valdez war das. Das ist im Golf von Nuevo, nennt sich das. Das ist Argentinien. Ja, relativ weit unten schon, Patagonien. Und ist so eine, ja, da gibt es oben diese Halbinsel und das ist so ein Golf im Prinzip. Und da kommen jedes Jahr irgendwie zur gleichen Zeit dann so bis zu 1000 Glattwale, südliche Glattwale, ja, sogenannte Südkaper, sind relativ große Teile, irgendwie 15, 18, auch mal 20 Meter. Und die kriegen da ihre Jungen und bleiben dort mit denen und ziehen die da auf und säugen die. Und es ist total abgefahren. Und zu manchen Zeiten, das hatte mir einer von den Bootsfahrern da erzählt, sind da so viele Wale, dass sie teilweise mit den Booten richtig ausweichen müssen. Du kannst das auch vom Strand sehen. Auch in Puerto Madryn gibt es Zeiten, war ich aber leider nicht da. Da bist du am Strand und weil die sehr flach abfallendes, also wird relativ schnell tief, sind da 3, 4 Meter von dir weg, fahren dann schon irgendwie die Wale vorbei. Ja, also es ist total abgefahren. Deshalb, ich war im November da, das ist schon so, ja, da sind die meisten eigentlich schon weg. Es waren noch ein paar da, musst du aber mit dem Boot rausfahren und ist unheimlich toll gewesen, auch super Erlebnis. Du kannst dort auch mit Seeelefanten und Robben und sowas schwimmen. Es war bei mir eher semi-erfolgreich, mache ich mal ein anderes Video dazu. Du kannst auch Orcas gucken. Und ja, ist einfach ein wunderschöner Ort, einer meiner Lieblingsorte auf dieser Welt. Und Puerto Madryn ist so die größere Stadt dort, die es gibt. Und ich war die meiste Zeit in Puerto Piramidas, das ist ein relativ kleiner Ort mit 200, 300 Einwohnern, weiß ich gar nicht, wo es eigentlich nichts gibt außer Wal gucken und solche Sachen. Aber unfassbar tolle, schroffe, krasse Natur. Ich hatte schon Aufnahmen gezeigt, können wir ja gerne nochmal machen, wenn es jemand interessiert. Ich war, wie gesagt, im November da, meiste Wale schon weg. Dafür guter Kompromiss mit dem Wetter, weil es schon relativ warm ist. Und wenn du da August oder sowas, glaube ich, eine gute Zeit, September geht auch, dann hast du aber da auch noch sehr, sehr raues Wetter. Darf man nicht vergessen. Und das ist nicht raues Wetter. Also wenn es da 10 Grad sind, sind das, glaube ich, mit dem Wind, der da bei mir schon war, gefühlt minus 10, ja. Von der Wassertemperatur ganz zu schweigen. Und ich war im November im Wasser und es war wirklich kalt. Also es war so kalt, dass ich erstmal keine Luft mehr bekommen habe, trotz Neopren. Ja, trotz Neopren. Aber egal, das jedenfalls dort aufgenommen. Und ich habe sowas Ähnliches schon mal gesehen bei Robert Marc Lehmann. So kam ich übrigens auf die Idee, auch überhaupt in diese Ecke zu fahren, weil ich mich dann mehr damit befasst habe. Das ist ein Kajakfahrer hier und da hinten seht ihr schon einen dieser Wale. Ich glaube, die Regel ist so, dass du eigentlich da nicht, also du sollst nicht direkt zu den Walen fahren, aber wie man jetzt hier sieht, der Wal ist hinter ihm, er paddelt ja eigentlich von ihm weg. Ja, Mai. Und dann gucken wir mal, was gleich passiert. Ich habe das jetzt mit dem Ton nicht umgestellt, das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Ich mache den Laptop ein bisschen lauter, dann sollte man das auch so hören. Ah, das ist so krass. Hinten Puerto Madryn, gell? Da siehst du, die Teile fahren da einfach so rum. Das ist Wahnsinn. Guck mal, er ist so um ihn rumgeschwommen sogar und kommt und guckt. Es war ihm doch ein bisschen Angst und Bange, oder? Wow.
No pasa nada, no pasa nada. Son tres. Mira ese. Wow. Wow. Ja, das ist abgefahren. Das habe ich auch gesehen. Also ihr seht, wie interagierend diese Wale sind, gell? Das ist nicht so, dass die, weiß ich nicht, wenn mal auf dem Azoren irgendwie Whale-Watching, da habe ich dann irgendwie mal so ein Blas aus dem Wasser schießen sehen und dann zack, und dann war das Teil auch wieder weg. Aber diese Glattwale sind wirklich sehr neugierig und auch hier ja fast verspielt, kann man sagen. Die fahren dann um diese Boote rum, die sind das gewöhnt. Es ist auch wirklich, was ich da vom Tourismus bekommen habe, ist es, ja, es ist nicht so, wie man sich es vorstellt, also dass da jetzt Massen sind oder so. Dieser Ort ist auch, es ist nicht so leicht zu erreichen, gell? Du kommst da nicht so leicht hin. Also für mich zum Beispiel waren das einmal 14 Stunden mit dem Flieger, musst nach Buenos Aires fliegen, dann brauchst du nochmal einen Flieger, fliegst da runter nach Patagonien, dann fährst du auch nochmal mit dem Auto, je nachdem, wo du hin willst, nach Puerto Piramides wären es auch nochmal 2,5 Stunden. Und also das ist alles auch nicht so krass erschlossen, ja? Puerto Madryn, schon eine größere Stadt, ja, ich weiß gar nicht, 70.000, 80.000 Einwohner, ich kann es gar nicht sagen, aber es ist halt sehr, sehr abgelegen, es ist nicht nicht so typisch für Touris oder so, trotzdem kommen da natürlich dann zu den entsprechenden Zeiten viele Reisebusse, das habe ich schon auch gesehen, aber es ist alles so im Kleinen, ja, ich glaube, es gibt so 2, 3, 4 Anbieter vielleicht für diese Wahltouren und dementsprechend weiß da auch die meisten Leute, als wir jetzt in Puerto Piramides waren, nicht in Madryn, da kamen da vielleicht mal 1, 2 Busse, dann machen die ihre Touren, dann fahren die auch wieder, ja. Und also ganz magisch, Puerto Madryn auch toll, haben eine tolle Strandpromenade und sowas, wirklich ein sehr schöner Ort, muss ich sagen, schöner Strand und ja, und das natürlich abgefahren. Und wenn du hier siehst, und das habe ich auch gesehen, dass die teilweise dann diese Flipper so aus dem Wasser halten und dann damit, naja, fast wie segeln oder sowas, also du kannst da alles sehen. Bei Robert Lehmann habe ich auch schon mal gesehen, der hatte Aufnahmen, wo die sich dann quasi komplett nach unten stellen und guckt oben nur noch die Flosse raus und dann sieht es aus, als wie wenn die segeln, ja, mit ihrer Schwanzflosse, ist total abgefahren. Und du siehst ja hier, dann wurde da auch ein bisschen anders zumute hier dem Kajakfahrer, und das kann ich auch verstehen, das ist ein Riesentier. Wobei ich sagen muss, ich wäre auch, also ich habe, wenn das jetzt in Strandnähe gewesen wäre oder sowas, dann ist mir auch egal, wie kalt das Wasser ist, dann springe ich da mit der GoPro rein. Das muss ich unbedingt sehen. Aber Vorsicht ist natürlich ein Riesentier, gell? Also potenziell natürlich schon gefährlich aufgrund der Größe. Ja, nicht, weil er dir was tut, sondern einfach aufgrund der Größe. Aber du siehst hier, das ist ganz cool abgegangen. Es gibt, glaube ich, sogar Videos, wo manchmal die Wale, die dann hinten drauf nehmen. Habe ich auch schon gesehen. Können wir gleich mal gucken, ob wir noch eins finden. Vielleicht, mir macht das gerade Spaß. Schauen wir mal ihn weiter hier. Vamonos, hat sie gesagt. Wahnsinn. Toll. Krass. Ja, also ihr seht, Wahnsinn. Und ich meine, da wohnen ganz viele Leute, für die ist das Alltag. Ich habe mich mit den Menschen, war auch ein paar Tage in Puerto Madryn, war ich glaube ich 3 oder 4 Tage. Die haben das ja jedes Jahr. Und die haben da auch hunderte von Tieren oder so. Ja, jedes Jahr für über Monate. Also total abgefahren. Jetzt gucken wir mal, es gibt da auch einen Strand. Da könnten wir ja mal auf YouTube gucken. Da war ich auch, aber halt wie gesagt, leider irgendwie 2 Monate zu spät. Dafür Sonne und Sonnenbrandgarantie. Ist schon relativ heiß da im November dann und wird dann im Dezember, Januar noch heißer. Du bist, lass mich nicht lügen, aber ich glaube bis zum Ende der Welt hier ganz nach unten bis Feuerland sind es irgendwie nochmal 1200 Kilometer oder so. Will nicht lügen, also es ist nicht weit, dann bist du Ushuaia und sowas am Ende der Welt. Fahre ich auch noch irgendwann hin. Aber zunächst muss ich auch nochmal nach Puerto Madryn, glaube ich. Das ist so toll. Ich muss da unbedingt wieder hin. Schauen wir mal. Doradillo heißt dieser Strand. Ganz berühmter Strand, wo man diese Wale ganz toll sehen kann. Hier, El Doradillo. Oder El Doradillo, glaube ich, spricht man. Ich spreche leider nicht so gut Spanisch oder gar nicht. Hier mit der Drohne sogar. Hier könnt ihr das sehen. 5 Meter hier. Schon das 7. Ah, das kenne ich aber schon. Das.
Hast du gesehen, da hinten? Hier ist jetzt, das ist ein Wal, ne? Und das ist auch so ein großes Teil, wie wir eben gesehen haben. Ich mach mal die Musik leiser, das nervt mich ein bisschen. Unfassbar, also das ist wirklich nicht weit. Das sind jetzt zwar mehr als 5 Meter, aber du siehst, du bist zack. Und das war, wenn ich es richtig gesehen habe, jetzt ein Baby. Ein Babywal. Ein Kalb. Also das ist echt cool. Guck mal. Ich meine, das sieht jetzt so weit aus, aber schau mal hier die Welle. Ich denke, es sind keine 10 Meter. Das ist der nächste hier, kleiner Wal. Und hier von oben toll. Spitze. Das sind diese südlichen Glattwale hier. Und das sind so Barnacles. Das sind so eine Art Parasitenzeug, was sie da irgendwie drauf haben. So Muschelkrebstiere irgendwie. Also hier kannst du sehen, Mama mit Kalb. Ja, habe ich auch gesehen. Mutter mit Kalb. Weil da immer Mütter mit Kälbern sind. Ja, deshalb sind die ja da. Ich wollte eigentlich nur das eine Video gucken, jetzt haben wir doch schon mehr, aber das ist wirklich cool. Ja, hier, Wahnsinn. Guck dir das mal an. Wal, Wal, Baby. Wie klein der ist und der ist wahrscheinlich auch schon irgendwie 2 Meter lang oder so. Ja, hier kannst du sehen und hier siehst du auch, wie schnell das tiefer wird. Ja? Ich kann das jetzt schlecht abschätzen hier, wenn der Wal irgendwie 1 Meter oder 1,5 breit ist. Na gut, schon ein Stück. Aber ist auf jeden Fall nicht weit. Ja, krass. Mann, was sind das für krasse Aufnahmen, ey, mit Drohne und allem. Ich hatte meine Drohnen dabei, aber in vielen Stellen darfst du sie da nicht fliegen. Die sind da sehr streng. Wobei es hier gegangen wäre, aber da hatte ich ja keine Wahl, wenn das Doradillo ist. Das musst du dir geben. Da gibt es ja dann auch so ja, Hügel nebendran am Strand oder so. So ein bisschen, ja, Gebirge ist Quatsch, aber halt so Felsenlandschaften, wo du erhöht bist. Wenn du dir vorstellst, du hockst da und guckst dir das an, dann kannst du den ganzen Tag hocken. Also das muss ich unbedingt machen. Weil bei uns, wie gesagt, ich musste mit dem Boot rausfahren. Ja, zwar nicht weit, aber ein bisschen schon. Ja, also vielen Dank. Habe ich schon mal gesehen, dein Video. Das ist super. Gucken wir mal, ob wir noch irgendwas finden. Hier, das ist El Doradillo. Das ist so ein Aussichtspunkt. Ich glaube, da war ich knapp rechts davon. Im Auto hingefahren. Das Problem ist, dort sind schon keine richtigen Straßen mehr, sondern das sind dann schon so Schotterpisten. Da kannst du irgendwie so 30, 40 fahren. Das macht wirklich keinen Spaß. Siehst aber jetzt hier auch, die sind alle dick angezogen. Ja, das war nicht die Jahreszeit, wo ich da war. Ich war da im T-Shirt. Die sind ein bisschen erhöht. Ich war quasi rechts davon runter. Hinten dran ist Puerto Madryn. Also von hier aus gesehen, rechts schaut man dann auf die Stadt. Beziehungsweise Blödsinn, andere Richtung. Lass mal gucken, ob die was sehen. Sieht mir nämlich nicht so aus. Ah, da seht ihr schon das, was ich meinte, ne? Das sieht mir aus wie der Strand, wo ich auch war. Hier hinten. Ja, ich bin nicht sicher, sieht schon ähnlich aus. Diese typische Steppenlandschaft hier, ja, Patagonien. Also in dem Bereich von Patagonien sieht das so aus. Wo sind die Wale? Ah, hier geht's los. Ja, und dann, krass. Dann ist doch einer da, ne? Das ist vielleicht von der Stadt, also von da, wo wir gewohnt haben, bist du vielleicht in 20 Minuten dort. Wenn du einen Pickup hast, vielleicht auch in 10 oder 15. Wegen der Straßenverhältnisse. Und dann kannst du da abends rausfahren und kannst dir das angucken. Siehst du, dann kommen dann hier... Da sind schon viele da, aber es ist auch nicht so viele. Ich glaube, ich würde jetzt reingehen. Wasser wahrscheinlich, keine Ahnung, unter 10 Grad. Also kalt.
Musik ein bisschen leiser. Also wirklich cool, wirklich cool. Kommt da noch mehr? Hier wieder diesen Flipper aus dem Wasser und sowas. Ah, spitze. Gut, dann grillen die jetzt noch. Dann gibt es was zu essen. Das ist wahrscheinlich irgendeine Tour, die da gemacht haben, um da hinzufahren. Dann gibt es da was zu essen und kannst du Wale gucken. Wir hatten das mit einem, also ich hatte ein Auto da. Brauchst du auch, wenn du in der Ecke unterwegs bist. Oh, und kannst auch selber hinfahren, ja. Also, krass, super. Das reicht jetzt, sonst gucke ich den ganzen Tag nur noch Wahlvideos. Vielleicht muss ich doch mal live gehen und wir schauen uns nur Wahlvideos an oder sowas. Und Orca-Videos. Also macht mir großen Spaß, hat mir heute Spaß gemacht, wollte ich irgendwie machen noch zum Wochenende. Also für mich ist es jetzt Wochenende. Ich gehe jetzt nach Hause und Short oder wie nennt sich das auf Instagram, ich weiß gar nicht. Krass, das müssen wir aber noch angucken. Das ist diese Sache, die ich meinte. Das kam jetzt von alleine. Wieder Puerto Madryn. Wal? Warte mal, wir machen das nochmal von Anfang. Ich habe hier gerade Technikprobleme. Das ist das Video, was ich meinte und was ich bei Robert Mark Lehmann gesehen habe. Das ist genau das. Also entweder war es das oder es war ein ähnliches, was ich angeguckt habe mit diesem Kajak. Wobei er auch darauf hingewiesen hat, dass man eigentlich nicht so nah zu den Walen fahren soll. Aber vielleicht werden sie ja hingetrieben. Wir schauen es uns an. Ich glaube, das war mit einer der Gründe, warum ich da hingefahren bin, dieses Video. Bei Robert Mark Lehmann gesehen. Keine Schlammerei, es stimmt wirklich. Denn wer kommt schon auf die Idee, nach Puerto Piramides und Puerto Madryn in Patagonien, in Argentinien, Chubut zu fahren? Also, vielen Dank für den Tipp. Ich glaube, er war da mal als Wal irgendwie in der Walgeschichte tätig und hat so Waltouren begleitet und hat auch Orcas beobachtet und sowas. Das hat er mal erzählt. Guck mal, es ist 1, 2, 3. Filmando? Filmen oder was? Guck, wie viele. Das sind überall Kajakleute. Oh, und? Zack. Und schon auf dem Wal. Abgefahren. Also die machen das auch wohl, so habe ich gehört, weil die das irgendwie cool finden, dann was hochzuheben. Das passiert häufiger mal, ja. Ist natürlich, man kann natürlich auch umkippen bei so einer Aktion, ne? Was du da auf dem einen Wal jetzt gesehen hast, ich versuche das nochmal zu zeigen, das sind, also das hier, das sind diese Barnacles, ja, diese Parasitentiere, die drauf haben. Die haben, die südlichen Glattwale, aber auch ein ziemliches Problem mit Möwen wohl. Die, wenn die hochkommen, teilweise immer zu denen sich auf den Rücken setzen und da reinhacken. Fleisch fressen, ja. Das ist wohl auch ein Problem. Deshalb ist man da nicht so möwenfreundlich anscheinend. Aber guck mal weiter. Ui, hat die Kamera unter Wasser gehalten. Ich dachte schon, wäre reingefallen. Abgefahren. Denk mal dran, wir sprechen hier über ein Tier 10, 15 Meter, gell? Also das ist nicht klein. Also für mich wäre es obergeil, aber ich kann schon verstehen, wenn du da auch ein bisschen Ehrfurcht, Respekt und vielleicht ein klein bisschen Angst hast, ja. Aber geil. Super krass. Fertig, oder? Wale ziehen weiter. Ja, mega geil. Also, ich liebe sowas. Ja, oh, hier kommt schon das nächste. Aber jetzt ist mal Schluss. Machen wir mal anders. Also, finde ich ultra geil. Ich fand meine Walbegegnung, und das war vom Boot aus, das hat mich schon so beeindruckt, weil die auch so nah rankamen. Und es war so schön. Also, unfassbar. Unfassbar. Und die Orcas, habe ich auch ein Video dazu gemacht, das war so geil, obwohl das wirklich auf weite Entfernung war, also verhältnismäßig irgendwie 50 bis 100 Meter weg, dass ich die Tiere gesehen habe. Ich hätte es so gern ganz nah am Strand gesehen, aber du kamst da nicht hin. Aus gutem Grund wahrscheinlich, weil sie sonst vielleicht nicht mehr da sind.
Gibt noch einen anderen Strand, wo ich ganz unten war, wo auch manchmal Orcas hinkommen, aber da waren die an dem Tag nicht da. Also da kannst du dann wirklich direkt hin, wo auch die Seeelefanten liegen und so, und wo die Orcas die jagen. Aber ja, also dieses Walerlebnis war für mich schon so ganz toll, vom Boot und sowas reinhüpfen hätte der Kapitän, glaube ich, nicht so geil gefunden. Aber wenn du sowas machst mit so einem Kajak und dieser Wal hebt dich noch so an, also ich glaube, dann hast du ein Erlebnis, da brauchst du erstmal für sehr lange Zeit nichts mehr machen, oder? Also ich glaube, das muss unfassbar sein. Ja, deshalb steht für mich immer wieder auf der Reiseliste und ich werde irgendwann auch mal wieder hinfahren und dann wahrscheinlich im August oder September. Muss ich gucken. Wenn ich dann auch so eine dicke Jacke anhabe. Und dann nehme ich euch vielleicht mit. Also in Form der Kamera. Gut, das war's für heute. Genug Spaßvideos geguckt, aber ich finde es manchmal ganz geil. Ich wünsche euch was, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und schreibt mal in die Kommentare, ob wir öfter mal sowas machen sollen oder nicht. Oder ob ihr es Banane findet. Wir können ja was über Wahlrecht machen. Gut. Bis dahin. Ciao.